Far away, in Skyward Castle, my parents are fast asleep. Their sleep is not a peaceful one, for they are under Dreadmire's curse. His dark enchantments have trapped them in an eternal slumber. Now I desperately roam the Redleaf Forest, searching for the centaur who can forge the one sword that can stop him. But who knows what lies ahead? Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit der Awakening-Reihe. Ja, ich habe ja schon Awakening 1 bis 5, ich glaube, das ist der 6. Teil jetzt gespielt. Ja, Awakening, der Wald der roten Blätter heißt dieses Projekt, dieses Let's Play. Wir spielen es sogar in der Sammler Edition. Ja, ich habe mir mal wieder die Sammler Edition gegönnt. Da das ja höchstwahrscheinlich der letzte Teil der Awakening-Reihe ist und den wollte ich mir und euch nicht vorenthalten. Ich hoffe ja, dass meine alten Zuschauer auch wieder dabei sind, die mich bei meinen ersten Awakening-Spielen auch schon begleitet haben. Ist ja auch schon wieder fast ein halbes Jahr her oder so, dass ich den letzten Teil LP'd habe. Und jetzt ist ganz erst vor kurzem, vor ein paar Wochen oder so, ich weiß jetzt das genaue Datum nicht, ist gerade erst erschienen dieser Teil. Ja, das war auch total die richtige Reihenfolge, wie man Sätze bilden sollte. Jedenfalls ist dieser Teil gerade erst erschienen. Und ich freue mich, die Sammler Edition davon zu spielen, weil ich mir vorstellen kann, dass wir dadurch nochmal das Bonuskapitel haben, was wir sonst nicht haben. Und dass wir sozusagen die Reihe erfolgreich abschließen werden mit einem tollen Ende, hoffe ich mal. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Deswegen würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los. Ich nehme dieses Profil, ich habe noch nicht gespielt. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Garten, was ist denn Garten? Okay, kann man erst machen, wenn man durch ist. Machen wir. Gibt es denn hier eigentlich irgendwelche Schwierigkeitsgrade oder so? Nee, Auszeichnung, Bonusinhalt. Gut, legen wir los. Viel Spaß, doch, kann man. Wir spielen auf normal. Queen Sophia, it's too dangerous. Are you sure you want to land? I think I've spotted an ogre. An ogre? No matter. We shall overcome him. I will do whatever it takes to free my parents. I need the Blade of Courage to defeat Dreadmire's magic for good. And only one can forge it. The blacksmith. Dragon, watch out! Möchtest du das Spiel kurz erklärt bekommen? Nee, wollen wir nicht. Hallo? Wer sind Sie denn? You've awakened, fair damsel. How is your head? I was returning from the woods when I saw you fall through the trees. Tipp auf eine beliebige Stelle, um fortzufahren. You don't remember? You must have hit your head hard. Perhaps something familiar will spark your memory. Does that bag belong to you? Here, this stick should help you reach it. Okay. Danke für den Stock, Herr Zentau. Ja, ich bin ja auch noch nie einem Zentaum begegnet. Haben wir das auch mal erlebt? Guten Tag. Ich bin runtergestürzt und kann jetzt damit das Ding runterholen, nehme ich mal an. Ah, das ist ja unser kleiner Drache. Oh Gott. Weiß ich die Stimme überhaupt noch? Hat er nicht immer so? Nee, das war die Eule, die so geredet hat. Der Drache hatte überhaupt gar keine Stimme, ne? Oh, ich habe gleich direkt was zum Wimmeln. Es kommt alles zu mir zurück. Mhm. Gut, dann Feldflasche. Kaninchen. Das ist ja wohl da drin, ne? Froschspiegel. Wo ist der Frog? Froschi. Herbstblatt. Kamm. Familienmedaillon. Ich möchte meine Eltern immer in Erinnerung behalten. Wo ist denn dann das Foto? Weiß man nicht. Oh, der kleine Drache da hinten. Da ist das Foto. Das ist das einzige Bild, das ich von meinen Eltern habe. Ich trage es immer bei mir. Dann pack das doch. Nee, das gehört da nicht rein. Meine Tagebuchseiten sind völlig durcheinander. Oh, das ist Argaius, der Schmied, der mir helfen kann. Er ist ein Zentau. Okay. Das sind meine beiden treuen Freunde, Randolph, der Eulerich und mein kleiner Feuerdrache. Mehr konnte ich nicht lesen.
Meine Eltern sind in einem seelenlosen Zauberschlaf gefangen. Ich habe mich auf die Reise gemacht, um sie zu retten. Das stimmt. Das ist Stratmire, der böse Zauberer, der die Seele meiner Eltern geraubt hat. Okay, noch eine Seite. Das ist das Schwert des Muts. Eine Hexenmeisterin hat gesagt, dass Stratmire nur damit besiegt werden kann. Jetzt haben wir es aber vollständig. Wo kann ich das denn... Kann ich das jetzt da so... Ja, kann ich. Stratmire hat meine Eltern in einen ewigen Zauberschlaf versetzt. Ihre Seelen sind irgendwo weggeschlossen. Soll ich das jetzt einfach schon nehmen, oder... Ach, wir nehmen sie schon mal. Ich muss die Seelen meiner Eltern von vor der zeitlosen Sphäre retten. Geht klar. Da ist der Frosch. Seil ohne Knoten. Seil ohne Knoten? Ah, ich kann die Knoten einfach aufknoten sozusagen und dann... Kann ich das nehmen? Das heißt immer noch verknotet. Ach, da drunter. Gut, machen wir das erstmal so und dann kann ich noch den Knoten aufmachen. Ist immer noch verknotet. Wo ist denn der letzte Knoten? Hier drunter? Da ist eine Schere. Was mache ich denn jetzt damit? Damit zerschneide ich das Familienfoto? Ach so, damit ich das da immer bei mir haben kann. Ach so. So. Ist das jetzt der letzte Knoten? Nee. Das gibt's ja nicht. Komm mal raus, Kaninchen. Njam, njam, njam. Hallo. So. Da ist noch ein Knoten. Jetzt aber. Hurra, geschafft. So, war es das jetzt, oder? Mein armer kleiner Drache, du zitterst ja, aber sonst hast du den Sturz gut überstanden. Zum Glück. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Was hältst du von einem kleinen Happen zur Beruhigung? Was für ein Happen? Eine Erinnerung an glückliche Zeiten, bevor meine Eltern verflucht wurden. Ich habe mich, keine Ahnung. Rotes Band. Mann, geht die Schrift schnell hier. Ich komme gar nicht zum Vorlesen. Ich muss schneller vorlesen. Soll ich mir das doch bis zum Ende angucken? Gut, gucken wir uns das bis zum Ende an. Vielleicht hätte ich es bis zum Ende angucken sollen. Fertig? Mein armer kleiner Drache, das ist... Happen zur Beruhigung. Was habe ich denn für ein Happen zur Beruhigung? You require the Blade of Courage? The Fates have been kind to you, Traveler. I am the one you seek. Ja, dann hi, ne? What was that? An ogre, you say? A monster is attacking my village? Ja. I'm sorry, but I must go. My boy is alone and I need to find him quickly. Yura, bless us all. Okay. Tschüss, viel Glück. Gut. Das ist Agaius, der Schmied, der mir helfen kann. Er ist ein Zatau. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Ist denn hier noch irgendwas, was ich mir angucken kann? Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Die Statue sieht fast aus, als würde sie leben. Und ein seltsamer Anhänger, leider an einer Metallkette. Wieso leider an einer Metallkette? Kann ich die denn... Kann ich das austauschen? Nee, ne, ich glaube nicht. Ich habe so ein Bonus-Dingsbums, glaube ich, gefunden. Was ist hier? Wenn ich neue Löcher in Baumstammen bohre, kann ich vielleicht etwas Harz sammeln. Kann ich das damit? Nö. Was ist das? Ein Drachenteil, okay. My lady, I'm glad I found you. You had us all worried. Ach ja, die Eule redet ja jetzt selber. Die brauche ich ja gar nicht mehr synchronisieren. Die hat jetzt so eine komische Stimme. Hatte die nicht im letzten Teil auch noch eine andere Stimme? Die hat irgendwie in jedem Part Teil eine neue Stimme. So, ich habe Feuerbeeren gesammelt. Der Karren ist zugewuchert, aber das Rad ist intakt. Vielleicht kann ich es abnehmen. Damit aber nicht. Ja, ne? Dann, weiß ich nicht. Kann ich denn...
damit irgendwas anfangen? Keine Ahnung. Ich kann meinen Drachen nicht einfach so zurücklassen. Ach so. Ach, mit den Feuerbären kann ich ihn bestimmt füttern, ne? Jawohl, jetzt habe ich ihn bei mir. Das ist sehr schön. Jetzt kann ich auch Feuer machen. Kann ich denn dann das hier... Nee, da muss ich nochmal ran. Okay. Queen Sophia, I'm relieved to know you are safe. Oh. Okay, neue Aufgabe. Repariere den Drachen. We still have a chance against that ogre. If you repair me, I could defeat him. Mhm. Okay. So, mal Screenshot gemacht. I have faith in you, your majesty. Simple repairs are all I Ach need. Ach so, wenn du das sagst. Hier ist dein Schwanz. Und das. Und mehr habe ich nicht. Da fehlt noch was. Aber ich habe nicht mehr. Das war wohl noch nicht alles. Offensichtlich haben Zentaurenfohlen mit diesem Glas gespielt. Hier ist ein Holzpferd drin. Drachenteil. Irgendeine Kette. Das Totem sieht sehr bestimmt aus. Ich wäre nicht überrascht, wenn er als Markierung dient. Okay. Hier sehen wir, glaube ich, unsere Karte das erste Mal oder so. Sehr schön. Ach ja, wir sind wieder in Awakening, ne? Ich brauche ein Weilchen, damit wir erstmal so ein bisschen das Feeling wieder aufkommen lassen. Da ist wieder so ein Bonusteil. Aber es ist definitiv jetzt schon total schön. Sieht echt schön aus. Ach ja, geben wir ihm mal das Drachenteil. Aber es fehlt immer noch. Es ist noch nicht genug. Ja, also wenn wir da hingehen, das geht nicht. Aber wir können hier. Ah, sehr gut. Handwerksbetrieb Zentau. Unser Leder ist widerstandsfähiger als Zwergenhaut. Das Leder ist fest verschnürt. Es sieht sehr robust aus. Das Holz versperrt den Eingang. Kannst du das abbrennen? Muss ich mir was anderes einfallen lassen? Vielleicht mit der Kette? Nee. Hier schon mal dein Bein. War's das? I have faith in you, your majesty. Simple repairs are all I need. Was fehlt dir denn noch? Ach, am Kopf fehlt dir noch was. Tja, am Kopf fehlt ihm noch was. Beim Brunnen vielleicht? Ja. Der Eimer hat keinen Griff. Nee, das geht nicht. Kann ich da die Kette irgendwie? Nee, nee. Rotes Bandseil vielleicht? Auch nicht. Okay. Oh, jetzt muss ich hier aber was reparieren. Er sagt ja, es ist nicht schwer, ne? Was soll ich denn machen? Stelle das Bild wieder her. Tippe dafür auf die 5 Symbolknöpfe am oberen Bildschirmrand. Bewege die 5 Bildteile damit auf die Höhe der passenden Symbole am rechten Bildschirmrand. Was nochmal? Auf die Höhe der passenden Symbole. Ich muss erstmal ein bisschen rumprobieren, um das zu reihen. Also die kann ich jetzt alle bewegen und die sollen jetzt... Wie genau liegen? Ich check das noch nicht. Wie soll denn das aussehen? Ich sehe da gar keinen Zusammenhang gerade. Also das ist ja dasselbe wie hier. Und das soll dieselbe Höhe haben. Also da. Die Hand muss dann nach ganz unten. Das ist richtig. Das muss an dritte Stelle und der Kopf nach oben. Ja, okay, gut. Leave it to me, Queen. We fight for the kingdom. Alles klar. Nein, mein Drache hat seine ganze Energie verbraucht. Er hat sich förmlich geopfert. Ich hoffe, ich habe das jetzt durch den Screenshot nicht wieder übersprungen. Ich darf in den Wimmelbild-Szenen-Sequenzen nicht F7 drücken. Ich mache doch immer Screenshots für meine Facebook-Seite. Scheiße, ich hoffe, ich habe es nicht übersprungen. Egal, er hat ihn besiegt. Wir gehen weiter. Mist. Oder ist ein Kind, ich sehe das schon. Hier können wir Mais zerkleinern, um Hühnerfutter daraus zu machen. Natürlich verschlossen, auf dem Deckel der Trost ein seltsames Muster. Ja.
Ist das nicht der Griff für den Eimer? Jawohl. Jetzt haben wir den Eimer. Oh Gott, hoffentlich habe ich es nicht übersprungen. So, hier kann ich nichts machen. Oh, hier sind zwei Leute. Ich gehe mal erstmal hier hin. Oh Gott, hallo. Help! Someone! Save my father! Ah! The anvil's too heavy! Oh nein. Uff, zu schwer für mich. Okay, Seile entwirren war noch nie meine Stärke. Was wollt ihr denn jetzt alles? Ihr wollt das hier. Dann wollt ihr die Zange. Dann der Haken eines Flaschenzugs. Ohne Brustpanzer taugt die Rüstung nicht. Was ist hier? Kein Griff. Kann ich den da so? Komme ich da mit der Zange ran? Ah, sehr gut. Dann habe ich das jetzt auch. Und das? Okay. Help! Someone! Ja, ja, das habe ich schon. Was? Im Regal fehlt etwas. Kannst du den dann nicht... Ach nee, hier soll eine Axt hin. Okay, eine Axt. Hier irgendwo eine Axt? Hier fehlt auch noch irgend so ein viereckiges Teil. Kann ich da mit dem Dolch... Ja, kann ich. Dann habe ich das Seil. Ja. Ohne Brustpanzer, okay. Ich habe nicht genug Anhaltspunkte, um die Zeichen auf dem Schloss zu entziffern. An den Flaschenzug kann ich bestimmt... Ich muss erst das Rad befestigen, damit ich das Seil vernünftig befestigen kann. Achso. Ist alles so ein bisschen kompliziert hier. Das Glitzern meiner Karte irritiert mich auch gerade so ein bisschen. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, ich kann ihm jetzt ja die... Ja, na klar, okay. Alles klar. Ja, ich sag nichts. So, Morgenstern. Kann das Ding jetzt... Ja, kann es. Obwohl da ja so ein Abdruck von der Axt war, dachte ich, das gehört dahin. Ach, ich kann die vertauschen. Okay, machen wir mal so und so. Nee, war richtig. Gut. Ja? War es das nicht schon? Was wollt ihr jetzt? Das sind die Markierungen, ne? Okay, pink, gelb, blau, grün. Reicht das schon als Anhaltspunkt? Pink, gelb, blau, grün. Eine Drehscheibe fehlt. Ja, wo finde ich die denn mal? Eigentlich war es ja gerade schon richtig. Pink, gelb, blau, grün. Perfekt. Und hier habe ich das letzte Dingsbums-Kachelteil. Das stecken wir da jetzt auch noch rein. Und dann machen wir das schnell. Also was sie hier alles machen muss, damit dem armen Zentaurenkind endlich geholfen wird. Tut mir schon ein bisschen leid. Sei vorsichtig, Argeus. Dreadmire ist auf der Jagd nach demjenigen, der das Schwert des... Weiß ich nicht. Des Muts. Irgendwas Schwert des Muts. Bla. So, Rad, Seil und dann helfen wir mal hier schnell. Oh, das arme Ding. Thank you so much, Your Majesty. Oh, did you drop this? You've got to find my father. He's the only one who could forge the Blade of Courage. And now he's going to be the ogre's dinner. Oh Gott, ja. You can use the ballista up on that cliff to shoot the ogre. Okay, wenn du das sagst. Schieße mit dem Katapult. Ja, aber erstmal gehen wir zu ihm darüber. Können wir den Dolch... Muss ich nochmal ran. Kann ich hier den Dolch... Nein, kann ich nicht. Hier kann ich auch gerade nichts machen. Ich glaube, das ist jetzt hier fast erledigt. Hier kann ich irgendwas einsetzen. Auf dem Bedienfeld des Aufzugs fehlt ein Knopf. Aha. Eine der tragenden Ketten des Aufzugs fehlt. Gut, gehen wir mal zu ihm. Those wretched dwarves. This cursed ogre is their doing.
They will pay dearly for destroying my village. Mm-hmm. Alas, I have been wounded by the beast. I pray you have a few magic herbs or a healing plant. Weiß nicht. Hab ich? Nicht so, ne? Nö. Könnt ihr dir noch mehr Wunden schneiden, aber so Heilkräuter und so? Eher gerade lau? Nicht so. Okay, da brauche ich gar nicht erst hingehen. Was mache ich denn jetzt? Ich soll mit dem Katapult schießen, aber irgendwie, ne? Ja, ja. Bolzenschneiderhälfte, Hammer. Naja, okay. Okay, ich würde sagen, wir belassen es jetzt mal hier bei für den ersten Part. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall schon mal sehr. Ich freue mich, dass wir beim letzten Awakening-Teil angelangt sind. Und ich hoffe, dass ihr alle mit dabei zuschaut beim finalen Dreadmire-Sieg. Und dass Sophia endlich ihre Eltern wiederbekommt und wir ein Happy End haben werden. Aber bis dahin müssen wir uns noch hier etwas durchschlagen durch die Rätsel. Von daher freue ich mich, wenn ihr einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.